Eine Medikamentengruppe von Blutdrucksenkern, nämlich ACE-Hemmer und ACE2-Blocker, steht im Verdacht, Infektionen mit dem Coronavirus zu begünstigen und für dramatische Krankheitsverläufe mitverantwortlich zu sein. Alleine in Österreich mit seinen 8 Millionen Einwohnern gibt es 1,2 Millionen Patienten, die mit dieser Gruppe von Blutdrucksenkern behandelt werden. In diesem Video erfahren Sie mehr über mögliche nachteilige Auswirkungen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion. Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf mich vorstellen. Mein Name ist Dr. Erich Butz. Ich bin Arzt im Ruhe- oder vielleicht besser ausgedrückt im Unruhestand. Und ich möchte eine mögliche Ursache für den dramatischen Verlauf von Corona-Infektionen zur Sprache bringen. Die Ursache heißt Blutdrucksenker und ihre möglicherweise nachteilige Wirkung für den Krankheitsverlauf. Die Blutdrucksenker ACE-Hemmer und ACE2-Blocker stehen im Verdacht für eine vermehrte Anfälligkeit im Hinblick auf eine Corona-Infektion und deren dramatischen Krankheitsverläufe zu sorgen. Es handelt sich um eine Gruppe von Blutdrucksenkern, die breite Anwendung in der Therapie von Bluthochdruck finden. ACE-Hemmer greifen in die Schritte zur Herstellung des Hormons Angiotensin II ein, ACE2-Blocker. Hingegen verhindern dessen Aufnahme in die entsprechenden Zellen. Angiotensin II beeinflusst durch Weit- oder Engstellung der Gefäße den Blutdruck und reguliert die Bildung der Harnmenge durch die Nieren und somit auch die Regulierung des Blutvolumens. ACE steht für Angiotensin-Converting-Enzym und ist ein Enzym, das die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2 beschleunigt. ACE2 ist ein Rezeptor auf der Oberfläche der Zelle für die Aufnahme von Angiotensin II und zugleich ein Enzym, das dessen Umwandlung in seine wirksamen Folgeprodukte ermöglicht. Sowohl ACE-Hemmer als auch ACE2-Blocker bedingen eine Abnahme von Angiotensin II und seiner wirksamen Folgeprodukte in der Zielzelle. Dieser Vorgang bringt mit sich, dass die betroffenen Zellen jetzt mit einer vermehrten Neubildung der ACE2-Rezeptoren reagieren, um sich gegen den verordneten Mangel zur Wehr zu setzen. Diese ACE2-Rezeptoren dienen allerdings auch beklagenswerterweise als Einfallstor für das Coronavirus. Und das ist ein großes Problem. Dieser Mechanismus wurde bereits für Forschungsarbeiten an Tiermodellen bestätigt. Namhafte Kardiologen wenden jedoch ein, dass noch keine klinische Bestätigung vorliegt,
dass durch die angesprochene Gruppe von Blutdrucksenkern der Infektanfälligkeit mit Coronaviren der Weg bereitet wird. Allerdings laufen bereits intensive Studien zu diesem Thema an der Universität Innsbruck und an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Ein Hinweis, dass dieses Thema enorme Bedeutung hat. Weiterhin wird der angesprochene Mechanismus bereits bei der Impfstoffentwicklung gegen Covid-19 berücksichtigt. So geht ein Ansatz bei der Impfstoffentwicklung davon aus, dass künstlich hergestellte ACE2-Rezeptoren dem kranken Patienten als Antikörper verabreicht werden, diese sich gelöst anschließend im Blut befinden und wegen ihrer Passgenauigkeit gleichsam als Köder gegen das Coronavirus dienen. Das Coronavirus ist hier natürlich das Antigen. Die anschließend umfangreich gebildeten Antigen-Antikörperkomplexe werden vom Immunsystem, hier von den Immunzellen, phagozytiert, das heißt aufgefressen. Die Körperzellen bleiben dadurch vor dem Coronavirus verschont. Dieser Vorgang wird als passive Immunisierung bezeichnet oder auch einfacher ausgedrückt als passive Impfung. Eine mögliche Lösung für diese Problematik ist die eingeschränkte Verabreichung von Blutdrucksenkern aus der Gruppe der ACE-Hemmer und der ACE2-Blocker. In Österreich, wie gesagt, mit 8 Millionen Einwohner gibt es 1,2 Millionen Patienten, die mit dieser Gruppe der Blutdrucksenker therapiert werden. Bei den Patienten handelt es sich in erster Linie um ältere Personen, die dem immunschwächeren Personenkreis zuzurechnen sind. Diese mehr als umfangreiche Verabreichung von Blutdrucksenkern wurde begünstigt durch die zu niedrig gehaltenen Referenzwerte für den Blutdruck. Erst im Jahre 2018 wurde beim Internationalen Kardiologenkongress in München vorgeschlagen, diese Werte nach oben zu korrigieren. Übrigens sind die vorgeschlagenen neuen Referenzwerte auch im Ärzteblatt publiziert. Die Festlegung von Referenzwerten spielt also eine enorm wichtige Rolle und hat, wie man sieht, vielseitige Auswirkungen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.